Herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns die Aufgabe 10 von der Klausur Sommersemester 23 an. Hier sind ein paar Fragen gegeben, die wir beantworten sollen und natürlich begründen, warum. Aufgabenteil A ist die Aussage, das Ergebnis beim Lösen eines bestimmten Integrals ist eine Stammfunktion, wahr oder falsch. Also hier schreiben wir die Antwort zu A hin. Die Aussage ist falsch. Warum ist die Aussage falsch? Weil das Ergebnis eine Zahl ist, ne? Das Ergebnis ist eine Zahl. Warum das so ist, können wir uns auch noch mal kurz an einem kleinen Beispiel angucken. Also wenn wir zum Beispiel Integral von 0 bis 2 dx dx rechnen, das geht ja hier um ein bestimmtes Integral, ne? Also hier ein bestimmtes Integral, das heißt mit Grenzen hier 0 bis 2. Wenn wir davon die Stammfunktion bilden, haben wir ein halb x Quadrat. In den Grenzen von 0 bis 2 setzen wir die 2 ein. Kommt da ein halb mal 4 raus und das ist 2. Und das ist eine Zahl und keine Stammfunktion. Also war die Aussage falsch. Gut, dann gucken wir uns Aufgabenteil B an. Sei f die Funktion zum dargestellten Graphen, ermitteln Sie Integral minus 6 bis 4 f von x dx. Das heißt, wir sollen tatsächlich hier integrieren von minus 6 bis 4. Das sind diese Fläche sollen wir jetzt hier bestimmen. Und dafür können wir das einfach bestimmen, indem wir die Fläche berechnen. Wir können das mit zwei Trapezen machen oder wir teilen das nochmal auf. Ich würde es jetzt mal aufteilen. Das geht ein bisschen einfacher. Wir machen also hier ein Rechteck und ein Dreieck und hier auch ein Dreieck und ein Rechteck. Was wir beachten müssen, ist, dass das hier negativ ist und das positiv. Fangen wir also mit der Berechnung einmal an. Also Integral, schreiben wir nochmal auf, minus 6 bis 4, f von x dx ist gleich, als erstes das Rechteck, Breite 2, Höhe 2 ist negativ, minus 2 mal 2. Dann das Dreieck, was negativ ist, ist ein halb mal Höhe 2, Breite 1, also minus ein halb mal 2 mal 1. Dann kommen die positiven Flächen. Das ist wieder ein Dreieck hier als erstes. Das ist Breite 2 hoch 2, ein halb, weil es ein Dreieck ist, also plus ein halb mal 2 mal 2. Und dann kommt noch das letzte Stück. Das ist ein Rechteck wieder, Breite 3, Höhe 2, also plus 3 mal 2. Und das können wir dann einfach ausrechnen. Minus 4, minus 1, plus 2, plus 6. Und da kommt 2, 3 raus, ne? Also die Fläche ist in dem Fall 3. Gut, dann haben wir das. Aufgabe C. Mit welcher Substitution lässt sich das Integral bestimmen? Gucken wir uns das an. Also zu C jetzt. Eine geeignete Substitution wäre es doch, wenn wir den Nenner nehmen. Dann gucken wir mal, ob das passt. Also wir behaupten mal mit der Substitution u gleich 4x Quadrat plus 3x minus 1 lässt sich das Integral lösen. Und warum das so ist, ist relativ einfach erklärt. Also wir schreiben nochmal auf. U gleich 4x Quadrat plus 3x minus 1. Was machen wir dann? Dann bilden wir immer die Ableitung und schreiben dann du nach dx. Und die Ableitung 4x Quadrat plus 3x minus 1 ist einfach 8x plus 3. Und dann formt man das ja nach dx um. Dann steht da dx ist gleich du durch 8x plus 3. Und wenn wir das dann einsetzen, dann steht da Integral von 8x plus 3 bleibt ja erstmal stehen, ne? Den Nenner substituieren wir durch u und das dx ersetzen wir durch du durch 8x plus 3 und dann sieht man, das kürzt sich raus und es bleibt nur noch Integral du nach u stehen, ne? Und das können wir problemlos
berechnen. Gut, also eine Begründung wäre hier zum Beispiel auch möglich, dass man sagt, dass U' die Ableitung von U ist. Also dass der Zähler die Ableitung vom Nenner ist. Das wäre eine ausreichende Begründung. Man muss hier nicht das so zeigen, dass das so ist. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber eine etwas längere. Gut, dann Aufgabenteil D. Was sollen wir da noch machen? Welches geometrische Objekt beschreibt der Graph der Funktion f r2 nach r f von xy gleich 2? Ja, es ist ja so, egal was ich hier für x und für y einsetze, der Abstand dieses geometrischen Objektes zur xy-Ebene ist immer 2. Also es ist egal, ne, wenn ich bei x0, 0 bin, also xy, 0, 0, ist die Höhe 2. Aber genauso bei x2, y, 0 ist die Höhe 2. Und genauso bei x0, 2 ist die Höhe 2. Immer 2. Das heißt, wir haben ja eine Ebene, die parallel zur xy-Ebene verläuft mit dem Abstand 2. Ne? Schreiben wir das auf. Es handelt sich um eine Ebene. Die parallel zur XY-Ebene verläuft und einen Abstand von zwei Längeneinheiten zur XY-Ebene aufweist.